Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xenoblade 2. Jetzt wollte ich schon die Chronicles Edition sagen. Ja, Symphonia und irgendwie sowas. Ja, ab jetzt weit, weiß ich. Und der Typ bleibt immer stehen, wenn ich hier am Stehen bin. Was soll er eigentlich? Der hat was gegen mich. Den knöpfe ich mir vor. So, jedenfalls. In der letzten Folge haben wir die zweite Geschichte von Elise gemacht und jetzt suchen wir irgendjemanden hier in Triglav, weil wir können hier irgendeine Mission machen. Eine Charaktermission. Und mal gucken, wer es ist. Ich glaube, es war Gaius, haben wir schon gesehen, ne? Und ja. Machen die jetzt. Hallo? Gaius, na? What's up, Bro? Gaius Geschichte beginnen? Ja. Haben wir eigentlich schon eine von denen gemacht? Nö. Ein Treffen mit Gaius, Kapitel 1. Name's Ersteth. I have an appointment with the manager. Mind fetching him for me? Sure thing. Just a minute. What are you doing here? And with Muse, no less. What? Well, this is a surprise. You shopping too? Curse that old bastard, Herschel. Come on already. We gotta get out of here. Hmm. They seem to be running away from someone. Oh? Just a little eavesdropping to keep me amused. I do have exceptional hearing. Musée still bad. Ob sie mich auch hört? I heard that. You said Musée's amazing. Yeah, sure. Those men. Diese Männer. Hast du die Ehre wegen Sorgen? Sie führen nichts Gutes im Schilde. Ja. I'm supposed to be incognito. I want to avoid any unnecessary trouble. That's all. Haben wir mit uns zu tun überhaupt? I just told you, I don't know. But you know we can arrest you for refusing to cooperate, right? Are you serious? Give me a break here. It's up, Tanner. We got the fuzz at 10 o'clock. Act casual. No need to panic. Now about that gang of punks you saw. Tell me where. How many times do I have to tell you? I don't know. It may be prudent for us to withdraw. I will meet with the proprietor on another more convenient day. Now. Now. Bingo. All right. Round them up. Our reputation is on the line here. Kyle, run for it. How unfortunate. Oh man. Warum wir? They're gaining on us. We're just running in the same direction. Deal with it. Crap. Don't let them see your face. Verdammt, hätte ich auch meine Maske aufgesetzt. Head for the inn at the port. They won't find us there. Am I seeing things? Or was that woman floating? The guy with the blonde hair. He seems so familiar. Ja, auffälliger geht's eigentlich nicht mit Muse. So, wen nehmen wir noch im Team auf? Wer ist denn noch kurz davor, mich zu lieben? Ah, Elvin. Okay, bei Elise haben wir was bekommen, als wir die 5 geknackt haben. Also, ja. Aber dann haben wir keinen Heiler. Mach mal Jude. Wir werden schon nicht verrecken, irgendwie so zum Hafen soll man, ne? Wo ist er? Hier, oder? Nee. Geh zum Gasthaus in dem Hafen von Triglav. Da, mein Gott. Ich weiß, ich bin schlimm. Also gut. Warum wurden wir damit hineingezogen? Was soll das eigentlich? So, hier rein. Und nun? Jetzt sind wir Verbrecher. Schon wieder. Kyle, you got away. Of course. Gotta give some credit to these guys, though. Why'd you bring him here? Come on, because they saved me. You know, I still haven't gotten your names. I'm out. Muse. And yes, I float.
sensitive about it, so please try not to stare. Okay, I'll keep that in mind. Oh, that's okay. Thank you. I'm Erstiff. This is Lugan. Ich wollte mich schon selber vorstellen. Nice. I'm Kyle. That's Tanner. He's a good friend, but he's also kind of the boss. Great to meet you. Was zum Teufel habt ihr denn? So, you're all in some sort of club or something? No, we're just students. Not that we go to class that much. We mostly just hang out. You're delinquents? That's not very nice. Where'd a little girl pick up a word like that anyway? So are you guys free? It'd be awesome if you could teach me some of your sweet moves. You kicked some serious butt back there. Where'd you learn to fight like that? Auf der Straße. Wo man mit riesigen Schwertern kämpft. Okay. Mein Gott. Geiles Blick des Todes, ey. Leben wie ein einfacher Bürger. It must be nice to be able to do whatever you want. Whatever I want? Yes. I had no idea human kings enjoyed so much freedom. Are you under the impression that I've left Risa Maxia on some sort of sightseeing holiday? Wait, you didn't? I'm afraid to even ask this, but Luger, were you under the same assumption as Musette? Oh nein. Ja, tut mir leid. Ich dachte, ihr wärt auf einer Geheimmission. Verdammt. It's nothing so dramatic as that, but you're on the right track. So there's actually a greater purpose to your idle meandering? There is. I wish to see the conditions of Olympias firsthand, to understand what I cannot see from my throne. That is the purpose of my trip. Wow, how's that going? Excellent. I have witnessed the customs and experienced the humanity of commoners in street markets and festivals. I have interviewed patrons at public baths and taverns until I knew every detail of their lives. Das klingt sehr gruselig. Along the way, I toppled no less than 4 criminal syndicates that had been exploiting the nation's poor. That sure sounds like the majority of your time was playing around. Pardon me? I was just wondering whether it made sense to spend time playing with Olympian children when you're so busy. Children of that age are the ones most deeply influenced by changing times. I would like to see the Olympias of the present through their eyes. And to catch a glimpse of friendship as well? Perhaps. Always a poker face. But I can tell you've learned to have fun. Okay, was zum Teufel? Ich mag Muse in diesem Spiel. Die versucht nicht, mich umzubringen. Noch nicht. Geht zum Park im Triangle, um dich mit Tanner zu treffen. Okay. Ich nehme an, der Park ist da, wo wir wohnen. Aber wo wohnen wir? Ich will mal versuchen, ohne Karte dahin zu finden. Ah. Okay. Something on your mind? Yeah, I want you people to beat it. You're not welcome here. Is that so? Irgendwie wohne ich aber hier. It's proving to be quite a fascinating experience for me. If you don't mind, I'd rather stick around and continue learning about your rough and tumble culture. I'm gonna be blunt. We don't trust your kind. Kyle, schien uns aber zu vertrauen. Du machst dir also nicht bloß Sorgen, dass dich jemand vom Thron stößen könnte? Dass dich jemand vom Thron stoßen könnte? Ja, Kyle's a moron. But I'm not. I know exactly who you are. What? Dear me. Whatever shall we do? The jig is up. You're Risa Maxians. You can't pull nothing over me. So that's the reason for this? I hate your kind. I want you out of Olympias. You acted all sneaky to meet us out here just to tell us that yourself? I'm a little disappointed, quite frankly. Make no mistake. I'm hardly the only Risa Maxian hater around here. My God.
Was zum Teufel? Wir noch eine noch größere wütende Meute mit Heugabeln und Fackeln. Stay back. His fight is with me. If there's anything I despise more than Rizomaxians, it's the traitors who protect them. You make me sick. What? Willst du denn? Junger Geschäftsmann, was? Sich auf den Arm nehmen? Yes, yes. I'll be sure not to kill them. No concussions either. Can't promise you, but I'll try. Oh Mann, ihr seid sowas von tot. Versuche euch auch nicht allzu sehr weh zu tun, okay? So, Jude. Das bei dir fehlt, glaube ich, nur ein, zwei Angriffe. Von was wirst du getroffen, Jude? Wer ballert dich an? Aua. Ach komm, hier. Mein Gott, wie viel wir abziehen. Welche Level sind denn die alle? 23. Kommt mal her. Voller Overkill. Ich weiß, sollte man so spät wie möglich eigentlich einsetzen, aber hallo. Ich ging die Gegner. Die Frau tut mir leid. Zack. Na fuck. Defense is power. Very well done. Mach mal einfach irgendwas. Einfach irgendwas machen. Machen wir mal so. Babs. Wieso habe ich noch nicht so viel gekämpft? Ich weiß gar nicht, wie ihre Dingens funktioniert, ehrlich gesagt. Bams. Ich weiß gar nicht, wie ihre Teleportationsfähigkeit funktioniert, wenn man sich steuert. Was bist du in? Okay, was? Nein. Ich kann eigentlich immer nur den hier machen, ne? Müsste ja voll schnell das Dingens hier gelevelt bekommen. Also den Titel dafür. Ja, bei ihr muss ich mit Pistolen, glaube ich, kämpfen, ne? Und noch mal verwandeln. What? Mein Gott, langsam wird's lächerlich, ey. Da krieg ich eine Chance gegen uns, ey, da ist ja der eine Typ. Tanner. Okay, der hat ein bisschen mehr drauf, na und? Fuck. War ein bisschen knapp. Bist du denn? Geschwindigkeit, okay. Wollte das ja. Ist noch jemand anders am Leben? Nee, okay. Na, komm, verreck. Willst du hin? Oh, Muse, das warst du, ne? Mm. Crushing Victory. Wie einfach gegenfliegt die ganze Zeit, ey. Kann sie überhaupt normal laufen? Habe ich irgendwie noch nie gesehen. What are you people? You're monsters. Don't say things like that. I'm a sensitive girl, you know. Give it up. Damn it. I didn't realize so many people hated Rizomaxia. Is it because they're afraid? Seems we've a long way to go.
We? You mean Olympias and Risa Maxia? Yes. Oh, okay. Das war irgendwie so ein abgeschnittenes Ende. Aber egal. Not everyone supported my plan to see Olympias with my own eyes and meet the people on its streets. But I'm convinced more than ever that it was the right choice. And gaining you as an ally is a large part of that. This is but a token of my esteem. I want you to have it. Okay, danke. Farbvariation, Gaius. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wir haben einen Greifer bekommen, was eine Waffe für Leia ist. Nächstes. Jetzt brauche ich aber mal eine neue Katze wieder. Alternatives. Oh, Vitalität 3, was? Ach, haben wir von Gaius jetzt bekommen, oder was? Alles fit, okay. Warum so eine Namen, ey? So, zeig mal. Wie war's mit Weiß? Na, verdammt. Egal, das sieht auch gut aus. Sieht ja irgendwie so aus wie Roan, ein bisschen mit der Farbe. Oh, lass mal. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, um alles Mögliche zu machen. Ach, dann mache ich im nächsten Part wieder. Umändern. Warte mal, ich möchte mal den Knüppel sehen. Okay, warum? Warum so Katzenwaffen die ganze Zeit? Haben wir hier noch was gelernt? Requiem, jawohl. Wie sieht's denn jetzt noch so aus? Boah, Jude ist kurz davor. Mila, Elise, Elvin. Okay, da muss ich noch was machen. Gaius Verbündeter und Serienjunkie, okay. Dann, weiß ich nicht, tun wir die mal hier mitnehmen. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen, wow, was? Endboss-Kumpels. Okay. Ach ja, wir müssen noch einige Viecher erledigen. Für einige Sachen. Haben wir irgendwann mal hier angenommen. Besiege Düsterschatten mal 1. Da kriegen wir, glaube ich, irgendeinen Katalysator, so ein Ding, womit wir neue Sachen lernen können. Okay, Kulmerfahrt. Da wollte ich nur so ein Viecher erledigen. Das ist kein Problem. So. Dann können wir irgendwie so ein Ding, womit wir neue Sachen lernen können. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die Viecher heißen. Your hair is a fright. Why don't I tease that out for you? I can handle my own hair, thank you very much. You don't need to fuss over me. Mein Gott, ey. Das hört sich jetzt richtig geil an. I can handle my own hair, thank you very much. Thank you very much, meine ich. Ich kann Englisch sprechen. So. Na los, ich möchte diese Viecher hier finden. Wir laufen hier irgendwie nicht rum. Ich weiß, sie können in diesen Kämpfen auch noch vorkommen, aber trotzdem. Nom nom nom. So, mein Gott, wenn da jetzt nicht irgendwelche von diesen Viechern drin sind. Aha. Ja, eins. Perfekt. Warte mal, Schwerter. Also gut, mit Azure Edge kriege ich das voll schnell gefüllt. Das ist richtig gut. So. Mein Gott. Mein Gott. Und jetzt noch eine Mystic Guard rein. Warum denn noch nicht? Zack. Total Zerstörung, sehr schön. So wie ich es am liebsten mag. Sehr schön. Ja, das war ja voll übertrieben jetzt gerade. The more I read it, the more I understand how deep and complex these railway systems are. Ex-Rivalen und Meisterkoch.
Okay. Sonst hätten wir wieder was gelernt, jo. Und jetzt noch zum... Wo war das? In Auftrag. Siege Höhlen, Goblin mal 5 in der Tertalian-Kluft. Ach ja. Dann möchte ich erstmal mein Team wieder wechseln. Und weiß ich nicht. Elvin und Elise, die ist ja wieder kurz davor. Dann zur Tertalian-Kluft. Die war in Dingens Olympius. Ja. Man hat 5 von diesen Goblins erledigen, kein Ding. Du bist nicht ein Goblin. Oh, komm mal her. Bams. Ha. Ah, sehr schön. Oh, komm her. Zack. Kiwi ist ein Angriff. Und zack. Bams. Einfach schön an so schnell spam und dann kriege ich voll viele Dinger. Nochmal den hier. Bams. Hey, nice fight. Danke. Was? Ach ja, den gibt ja voll viel, ich Idiot. Ich weiß gar nicht drauf geachtet, wie viel wir bekommen haben. Aber anscheinend viel, ne? Elises Liebster, was? Was? Was zum Teufel entwickelt sich denn hier? Mein Gott, 4 Stück. Wie hat sie sich hier neu in mich verliebt, ey? Das ist irgendwie sehr komisch. Ich dachte, sie mag Elvin. Warum auch immer. So, das mache ich jetzt ganz schnell fertig. Da ist nur einer oder zwei, glaube ich. Shit. Was willst du denn? Power Swing. Wutsch. Easy. You copying me, maybe. Ich mag Ludger als Charakter, auch wenn er verdammt wenig sagt. Er wird schnellstmöglich, wie man Dingens Beziehungen zu den Charakteren erhöhen kann, ist. Was? Luck? Glück? Ich glaube, am schnellsten, wie man die Charaktere beziehungsmäßig aufbauen kann, ist, indem man einfach voll viele verbundene Arts einsetzt, ne? Das steht nämlich nirgendwo hier in diesem Kampfbuch oder wie auch immer das heißt. Also, wodurch man genau Beziehungen erhöhen kann. Da steht eigentlich gar nichts, wenn ich mich nicht irre. So, da. Ne, da ist auch so ein Viech. Ma. Komm. Element Ernst, das können wir uns auch noch ein Verleiben. So. Ich war noch so ein paar Goblins. Da ist noch einer. Kabeums. Das ist er. Aua. Futsch. Ma. Brech mal bitte. Deren Knochen. Okay. We have no limits. Seiner Familienpistole. Glaube ich. So, dann gehen wir nach Hamil, weil da gehe ich immer die Mission abgeben. Jum. Dann können wir ein paar Bänden. So. Oh, was? Oh. Da sollen wir uns auch mal drum kümmern. Mal nachgucken.
was damit auf sich hat. Ein Mega Blitzschlag. Klingt sehr gut. Und hier habe ich immer noch die Sachen frei. Ich kann die immer noch nicht machen aus irgendeinem Grund. So, hier muss ich auch mal wieder ein paar Katzen finden. Weiß ich nicht, wann wir das machen. Aber jedenfalls nicht mehr in dieser Folge. Mega Blitzschlag erzählt die Elemente Feuer und Wind eine höhere Wachstumsrate als Blitzschlag. Okay, werde ich ausgehen wahrscheinlich wieder verteilen. Jedenfalls, wir sind hier fertig und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2 mit der nächsten Charaktermission. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.